Hey, was geht ab, Leute, und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing auf meinem Kanal. Und heute öffne ich hier das Limitex Live Starter Pack, Leute. Die Sammelmappe ist da drin, die ersten Sammelkarten, dann ein Spielfeld und so weiter und so fort. Mal gucken. Ja, wir machen das heute mal gemeinsam aus. Vielen Dank natürlich an Tops an dieser Stelle, die mir da so ein Paket zusammengebastelt haben. Habe ich überhaupt nichts davon gewusst. Habe ich auf Instagram gepostet, Leute. Also Instagram lohnt sich auf jeden Fall da vorbeizuschauen, weil da poste ich immer in die Insta-Story so, ja, Sachen, die ich eigentlich so nicht zeige. Aber Insta-Story ist halt perfekt dafür geeignet, meiner Meinung nach. Genau, Slimitex, ich weiß, ist keine Fußballserie, aber ich habe mir gedacht, komm, ich werde sie trotzdem präsentieren. Genau. Weil ich davon halt jetzt einiges da habe. Ist ja ganz klare Sache hier, ne? Wir machen das jetzt mal auf. Und ich hoffe natürlich, dass ihr die neue Slimitex-Serie auch gut findet. Erstmal aufreißen hier. Och, Mann. So. Zack, das kommt zur Seite. So, was haben wir? Da haben wir das Sammlermagazin. Leute, ich weiß, ich kenne mich jetzt nicht so mit Wrestling aus, aber das Geile ist auch, es gibt wieder Memo-Karten, Leute. Es gibt Karten mit Original. Hier, ihr seht sie hier. Die Memorabilia-Karten sind... Alter, jetzt habe ich hier blau von dem Starter-Pack hier. Ey, was soll denn das? So, die Memorabilia-Karten sind zurück und geben dir die Gelegenheit, selbst ein Stück WWE-Geschichte zu besitzen. Shirts, die Superstars wie John Cena, AJ Styles und Roman Reigns getragen haben, warten darauf, dass du sie findest. Also ihr habt es gesehen, Leute, es gibt Memo-Karten von original getragenen Shirts und ja, hier auch diese Ringmatten gibt es wieder. Gab es ja auch schon letztes Jahr, glaube ich, eine Wrestling-Serie. So, wir machen erstmal hier das Album. Ich denke mal, ich werde auch diese Wrestling-Serie hier mal voll sammeln. Ja, weil ich jetzt hier halt die Möglichkeit dazu habe. So, dann haben wir hier vorne noch die Vorderseite hier mit dem Wrestling sogar offiziell. Hier Lizenz, richtig geil. Die Checkliste ist damit drauf. Hier seht ihr alles und kommt hier vorne mit rein. So, perfekt. Slimitex Sammelmappe. Wunderbar. Hier haben wir noch die Maske. Von wem war die Maske? Das stand da vorne drauf. Nein, das habe ich weggeschmissen. Finn Balor. Finn Balor, Finn Balor, die Maske von ihm. Okay, man braucht bloß nur noch so ein Band, was man halt so verbindet und dann kann man die Maske perfekt aufsetzen. Also das würde dann so aussehen. Geil, ne? So, auf jeden Fall eine coole Art, sage ich mal. Sammlermagazin und die Maske. Kann man die hier vorne... Kann man nicht, kann man die hinten... Nein, kann man auch nicht. Es gab mal einen Tops Matchdex extra, glaube ich. Oder Tops Matchdex, wo man hier auch so vorne was reinlegen konnte. Ist hier leider nicht möglich. Das heißt, ich muss die einfach so reinlegen, die Maske und das Lambda-Magazin. Ist aber auch jetzt nicht weiter schlimm. Wir gucken uns die Karten an. Das ist ja das Interessante. Die sammelt ja mal natürlich, denn am Ende ist ja klar. Und mal schauen, wie die so aussehen. So sieht das Design von hinten aus. Slimitex Training Card Game Live. 3 Sterne. Oh, so gleich mal hier ein Glitzer. Glitzer-Sticker wollte ich sagen, aber es ist eine Glitzerkarte. Steve Austin. Stone Cold. Genau. 64. Ach, schwach hier. Na, mal ein Puzzleteil. Okay, das ist nice gemacht. Wenn die alle auf eine Seite hinpassen, ist das gut, Tops. Wenn alle auf einer Seite nicht hinpassen, bezüglich der Checkliste, ist das nicht so gut gemacht. Wir werden es sehen. Genau. Ich denke mal, ich werde ein Riesenmappen-Update oder so machen. So, wir haben hier Bononi. Smiley, Duo-Karte, Colors und Anderson. Wenn ich den Namen falsch ausspreche, Leute, dann ist es halt so, ist mir eigentlich vollkommen egal. Genau. Wanda, Woozy, Silber, limitierte Auflage. Gibt es in den Starter-Packs auch Gold und Bronze? Ich weiß es nicht. Ich finde das eh mit Gold, Silber, Bronze nicht so gut, aber ist Geschmackssache, sage ich mal. Auf jeden Fall war das hier das Starter-Pack, Leute. Hier sind die ersten Karten drin, Sammlermagazin und natürlich das Wichtigste, die Sammelmappe ist mit dabei. Und insgesamt gibt es, wie viele Karten ist da jetzt nochmal? Insgesamt gibt es, oh, so viele. 392 Karten gibt es.
hätte nicht gedacht, dass es so viele gibt, aber anscheinend gibt es doch so viele Leute. Das war's auf jeden Fall. Ich werde noch in den nächsten Tagen Tins auspacken, wo auch Memos drin sind. Zu 100% Leute, da ist garantiert eine Memo-Karte drin in diesen riesen Tindosen da. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Like, lasst ein Abo da, ich brauche es auch gleich. Und wir sehen uns.